Jo Leute, weiter geht's mit dem 435i F36 Grand Coupé. Wir machen heute Teil 2. Kunde war letztes Jahr schon da, hat von uns bekommen einen Wagner Ladeluftkühler, Evo 2 meine ich. Blende ich mal hier ein, ne? Genau, Teil 1, ist schon ein Jahr her. Zusätzlich gab es noch eine Stage 1. Mhm. Ja, das war's, glaube ich, ne? Die zwei Modifikationen hat er bekommen. Im Nachhinein hat er selber noch Charge-Pipes vor kurzem eingebaut. Okay. Charge- und Boost-Pipe für den N55. Und heute geht's hier weiter, würde ich sagen, volles Programm. Wir haben hier die Akrapovic Evolution Abgasanlage aus Edelstahl. Komplett mit ECE-Zulassung. Und diese Abgasanlage fängt hier vorne an und geht, da das Fahrzeug immer ohne OPF, kriegt er hier eine komplette Evolution-Abgasanlage bis hinten durch. Und diese ist dann eintragungsfrei zugelassen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen hier legal unterwegs sein. Richtig. Beziehungsweise der Kunde. Weil das noch nicht genug ist, hat der Kunde gesagt, alles oder nichts. Viel hilft viel. N55 Downpipe von HJS mit 300er Zellencut, Sportcut aus Metall. Des Weiteren gibt es noch einen Piper Cross Sportluftfilter. Der obligatorische, den kennt man ja auch, ne? Genau. Natürlich werden wir vorne dann im Luftfilterkasten ein bisschen freiräumen. Mhm. Das heißt, die Akustikmatte werden wir rausnehmen. Mhm. Wir werden die Klappe vorne, wo der ansaugt, auch rausnehmen. Ja? Wenn man eine Aventuri nehmen würde, würde man das auch machen. Mhm. Ja? Da kommt die Klappe, da kann er besser ansaugen. Ja. Und das machen wir mit dem Sportluftfilter auch. Wenn wir jetzt hier gleich upgraden mit Downpipe, dann sind wir schon bereit für die Stage 2. Mhm. Die werden wir dann auch aufspielen. Das ist der Plan. Der Kunde meinte aber, er möchte noch überlegen wegen der Stage 1 oder Stage 2, ob wir einfach die 1 etwas aktualisieren und eine 1 Plus draus machen oder Stage 2. Ja, das werden wir sehen. Theoretisch kann der Kunde komplett auf Stage 2 gehen, gar kein Problem. Ja, ja, klar, ist da. Chargepipe, Boostpipe, alles da. Diese Abgasanlage, diese Downpipe, dieser Sportluftfilter ist alles quasi passend für 435i, F32 Coupé, F33 Cabrio und F36 Grand Coupé. Ebenfalls passend für F30, 335i und F31 3er Touring, 335. Ah, ja. Ja, das gut. Mal so vorweg. Eine Sache fehlt jetzt noch, und zwar das Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt sofort, Kunde ist unterwegs, hat eine längere Anfahrt und wird in Kürze hier eintreffen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht. Jetzt werden wahrscheinlich wieder viele Leute fragen, ist das denn zugelassen, Downpipe und Anlage? Also ich sag mal so, wie schon mehrfach erwähnt, diese Anlage ist eine EC-Zulassung und ist eintragungsfrei zugelassen. Das Fahrzeug hält DB ohne Probleme ein. Mhm. Wenn man korrekt misst. Die Downpipe ebenfalls. Ebenfalls. Aber die Kombination aus beiden Sachen gleichzeitig ist immer so eine Sache. Ja. Wir sagen nie, dass das zu 100% zugelassen ist in Kombination, weil die Hersteller machen immer ihre eigenen Teile mit Restserie. Ja, also das heißt, Akrapovic, der Abgasanlagenhersteller, nimmt die Anlage ab und lässt dann natürlich vorne die Serien. Den Seriencut drin, ja, ohne Downpipe von HJS, ist ja, ja klar. Und HJS genauso, ne? Die machen ihre Downpipe mit Restabgasanlage-Serie. Ne? Bei manchen Modellen nehmen die zum Beispiel eine M-Performance-Anlage oder einen M-Performance-Endschalldämpfer eher. Ne? Aber man muss einfach fairerweise sagen, die Kombination ist weder legal hundertprozentig noch hundertprozentig illegal. Ihr seid irgendwo dazwischen. Es kommt ja auch leider immer drauf an, wie der gewisse Beamte das auslegt gerade. Ja, ne? Ja. Das ist so eine Grauzone eigentlich im Endeffekt. Ja. Man kann es nicht anders. Aber einzeln ist alles zugelassen. Einzeln ist alles zugelassen, hundertprozentig. Ne? Und das ist das Geile beim B58, bei der Acra und der Downpipe, das wird ja zusammen zugelassen. Ist aber, guck mal, wir sind jetzt Monat 7, ja. 2022. Und ich sage euch hier und jetzt, die Acra Downpipe alleine ist eigentlich nicht zugelassen, mit Anlageserie. Obwohl es leiser ist, wenn die Serienanlage fährt. Okay. Ist aber ein, wie sagt man, Paragraphending. Die Anlage wurde halt mit Acra-Anlage damals abgenommen. Darum geht's. Deswegen. Aber, ja. Aber mittlerweile kauft die B58 Acra Downpipe
Am besten gar nicht einzeln. Wenn ihr in die Kombination fahren wollt aus Downpipe und Abgasanlage, dann nehmt am besten die HJS Downpipe und die Acra Abgasanlage. Mhm. Auch beim B58. Okay. Ja, das sage ich jetzt nicht. Okay. Also das ist für mich besser. Für euch beziehungsweise. Ja. Warum ist es so? Weil eigentlich hat die Acra Downpipe keine Zulassung mehr. Mhm. Muss man so sagen. Man kann sich das nicht vorstellen. Dieses Problem haben auch nur wir in Deutschland. So, ne? Das Ding hat eine Zulassung und irgendwann nach 2, 3 Jahren hat es dann die Zulassung verloren. Wie geht sowas? Ich weiß es selber nicht. Obwohl der Cut ist doch derselbe wie von HJS. Auch, exakt. Ne? Also exakt. Ist auch oben eingestanzt, die Nummer. Das ist ja derselbe. Ne? Ist ja beim M5 genauso. Ne? Also guck mal, meine Downpipes kosten knapp 5000 Euro, haben jetzt vor einem Jahr die Zulassung verloren. Obwohl sie davor aber 3 Jahre zulässig waren. Wahrscheinlich, weil die Emissionen neu ge... Nee, das ist ja immer der Stand von damals. Okay. So, aber der Hersteller ist schon dabei, diese zu aktualisieren wieder. Die werden dann im Nachhinein aber leider auch wieder dann teurer, weil die Zulassung dann zweimal gemacht wurde. Und wir reden bei so einer Zulassung irgendwo zwischen 30.000 bis 50.000 Euro, ne? Die mal eben neu gemacht werden muss. Ich sage euch allgemein, egal welches Fahrzeug ihr fährt, wenn eine Abgasanlage eine Zulassung hat und eine Downpipe eine Zulassung hat, ist es meistens so, dass diese Teile einzeln eine Zulassung haben und nicht in Kombination. Die meisten fahren es trotzdem. Ihr seht es bei uns auf dem Channel. Ja. Die Leute fahren trotzdem so. Ich fahre persönlich auch so. Ja. Ja. Willkommen in Deutschland. Aber trotzdem, macht Spaß. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhören wird. Macht und dann Spaß und oben drauf noch die Sahne ist dann die Stage 2 zum Thema Zulassung. Genau. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ich verspreche mir heute einen tollen Umbau, ein tolles Video für euch, tollen Sound, einen glücklichen Kunden, den wir dann so nach Hause schicken werden später. Okay. So, Fahrzeug ist da. Fahrzeug sieht gut aus. Auf schöne Farbe, schöne Felgen. Felgen Z-Performance sehe ich doch von hier. Ja. Kennt man. Nico, Grüße. Für meinen Geschmack natürlich ist ein Ticken runter noch der Wagen. Das stimmt. Na? Da sagt X-Drive schon Hallo, ne? Auf jeden Fall. Aber schönes Auto. Also schönes Auto, doch, muss man sagen. Carbon-Schwarz? Kann Carbon-Schwarz sein, kann aber auch Macau-Blau sein. Macau-Blau? Oder? Nee. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ja, Carbon-Schwarz-Metallic. Fahrzeug sieht gut aus. Hier Sportsitze sind am Start. Normalerweise diese Burbles und so weiter, das was jetzt ihr mit Serie seht, das hätte der auch nicht. Das haben wir ja mit der Boot Mode Stage 1 eingestellt, damit die Klappe halt erstens ganz öffnet und der halt auch die Schubabschaltung hat. Das hört sich sehr süß an. Ja. Wir haben jetzt hier Stage 2 geflasht. Wir haben übrigens bei den N55, machen kurz einmal aus, das hier, ne? Aber das sollte ja schon längst drauf sein. Das ist drauf. Das haben wir damals ja mitgemacht. Hören wir uns mal immer noch die gleiche Hardware, die Software an. Hört sich jetzt aber hinten nicht viel anders an als vorher. Ja, aber ist ja auch irrelevant jetzt für diese. Okay. Ne, also okay, wir fahren jetzt so langsam auf die Bühne und dann geht's los. Alles klar. Thank you.
Karlstadt haben wir hier nicht, ne? Karlstadt haben wir nicht, der hat wohl noch Temperatur. Das ist ein kleiner Unterschied, oder? Oh, Junge, Alter. Der Wagen hebt ja ab. Der geht ab wie Schmitzkatz. Der hebt hier ab. Ja, ja. Das sieht richtig noch krass vorne aus. Also, der geht gut nach Sound vorne ist geil. Ja. Jetzt machen wir eine Probefahrt. Genau. Ja, ja, ist normal. Ist normal. Ist normal. Ja. Ja, ja. Der Kunde hat Angst, weil Dampf dabei. Dampf ist absolut. Ja, mach einmal auf vielleicht. Ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Umbau gewesen. Sound ist auf jeden Fall. Also da hört nice man den Unterschied auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein cooler Umbau. Auch ein netter Kunde, der zum zweiten Mal bei uns war. Ja. Grüße gehen raus. Definitiv. Vielen Dank. Allgemein muss ich aber zu diesem Fahrzeug sagen, er muss hier ein bisschen, ich sag jetzt mal, allgemein muss er da ein paar Sachen technisch sich drum kümmern. Wenn er das gemacht hat, dann ist das Fahrzeug wieder technisch in Ordnung. Ne? Das sind halt ein paar Kleinigkeiten, die man auch machen muss. Das ist sogar wichtiger als Tuning selber, Leute, das sage ich euch. Definitiv. Wir machen immer nur Tuning an technisch perfekten Fahrzeugen. Wenn wir schon merken, dass das Fahrzeug reinkommt und technisch ein paar Sachen sind, die einfach vorher gemacht werden müssen, dann fangen wir erst gar nicht an normalerweise mit der Geschichte. Ja. Das muss ich einfach so sagen. Definitiv. Deswegen kümmert euch immer darum. Und wenn ihr eine zu hohe Laufleistung habt, dann spielt da nicht immer direkt volle Karacho die stärkste Software drauf. Ne? Das ist auch mal so eine kleine Empfehlung am Rande. Soundtechnisch hat das dem Kunden auf jeden Fall was gebracht und auch allgemein. Wir haben ja beim N55 immer Probleme mit der Hitze. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr mit der Downpipe raus, ja, mit dem Sportluftfilter. Jetzt haben wir ja vorne die Kanäle frei gemacht, ja, damit da ein bisschen mehr Frischluft rein kann während der Fahrt. Weil das Ding läuft einfach mal immer bei 120 Grad, wenn du hier Kette gibst. Ne? Und das ist nicht so gut. Das ist nicht gut, ne? Dieses Fahrzeug findet ihr in der Playlist N55. Ein weiterer N55-Umbau für euch. Ansonsten, wie immer, gerne Kanal abonnieren, Daumen hoch, Kommentar da lassen. Ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.